Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt natürlich kein Gameplay-Video, wie ihr hier gerade sehen könnt. Und es tut mir leid, dass dieses Bild hier flackert, aber ich verstehe einfach nicht, was hier abgeht. Irgendwie ist es ganz komisch, aber... Ja, I don't know. Irgendwie, also keine Ahnung, es kann auch... Weiß ich nicht. Irgendwas ist da falsch mit der Linse oder so. Ich weiß es nicht. Aber dafür sind wir ja gar nicht hier. Ihr habt bestimmt den Titel gelesen und ich möchte einmal kurz darüber sprechen, was in der Zukunft auf euch zukommt auf diesem Kanal. Denn ich habe es nicht geschafft, ein vernünftiges Video zu machen und ich wollte euch eigentlich eh schon mal darauf hinweisen, was hier eigentlich so in nächster Zeit passiert. Und da dachte ich, da kommt das vielleicht ganz gelegen, wenn ich dann einfach nicht sage, oh mein Gott, ich habe schon wieder nicht geschafft, ein Video zu machen, sondern einfach sagen kann, hi, wir sprechen einfach darüber, was in Zukunft so passiert. Was natürlich klar ist, ist, dass die 100-Baby-Challenge weiterläuft, so wie... immer. Also, die läuft ja schon eine ganze Weile und die wird auch noch eine ganze Weile laufen und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, dass es weiterhin kommt. Dann Strangerville läuft natürlich erstmal noch weiter, mindestens bis wir das abgeschlossen haben mit dem Bestreben da. Ich weiß nicht, ob wir danach noch weitermachen, das hängt dann von euch ab, ob ihr noch Lust darauf habt oder nicht und ob es halt noch sonst irgendwas zu tun gibt oder nicht. Und ja, sonst habe ich ein paar Ideen. Also zum einen kommt es, ich weiß gar nicht, an Silvester oder Neujahr, irgendwie so in dem Dreh, kommt ein Video mit einem Jahresrückblick, was sehr, sehr persönlich sein wird diesmal und nicht nur auf YouTube bezogen ist, so wie letztes Jahr. Dann habe ich vor, mit jemandem ein Koop-Video zu machen und das wird auch ziemlich cool, denke ich. Und... ansonsten könnt ihr euch, denke ich, wieder mehr auf Challenges und so einstellen, weil ich da sehr große Lust drauf habe. Und vor allem, wenn Strangerville enden sollte, ist ja auch wieder ein Slot mehr Platz. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt dann, wo ich einen Urlaub habe, werde ich wahrscheinlich ein bisschen vorproduzieren, damit das auch mal wirklich alles passt und nicht immer so, ja, so, dass es so doof ist wie jetzt aktuell. Und das tut mir auch wirklich leid. Und es ist halt... naja, es ist halt gerade aktuell einfach ein bisschen schwer. Aber ja, wir kriegen das schon wieder in den Griff. Wenn ich dann ein bisschen vorproduzieren kann, dann, ja, dann passt das ja schon wieder. Dann werdet ihr definitiv eure Videos bekommen. Und ich mache mir keinen Stress, weil ich mir noch denke, oh mein Gott, das ist sehr, sehr knapp, was ich hier noch leisten muss und so. Ich meine, letztens kam ein Video ohne Thumbnail online. So, das sind halt so Sachen, die sind halt vorher noch nie vorgekommen. Und ja, deswegen wäre es schon gut, wenn ich das jetzt hinkriege, dass ich einfach viel vorproduziere. Deswegen könnt ihr mir eure Ideen auch in die Kommentare schreiben oder privat, wie ihr möchtet. Wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne sehen wollt in Bezug auf Sims. Wenn ihr keine Ideen habt, das ist natürlich auch okay, aber ja, ich war auf jeden Fall auch so, werde ich schon irgendwas finden, was man hier so vorproduzieren kann, was dann halt irgendwann als Video kommt, die nächsten Wochen. Ja, und das war es auch eigentlich schon so, was ich sagen wollte. Mehr hatte ich gar nicht. Und ja, also ich hoffe, dass ihr euch freut auf das, was kommt und so. Und ich denke, es wird auch ziemlich cool. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!